Zwei der wichtigen Entwicklungsphasen von Beziehungen kennen Sie jetzt bereits. Die Verliebtheit und den Machtkampf. Viele Paare trennen sich bereits in der zweiten, kräfteraubenden Phase des Streitens, Zerrens und Rangelns. Wer den Machtkampf übersteht, ohne sich zu trennen, aber auch ohne ihn verstanden zu haben, der landet prompt im nächsten Sumpf. Jetzt wird nicht mehr gekämpft, jetzt wird es zäher. Jetzt geht es um Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Beide Partner resignieren und beginnen, sich mit dem nötigen Abstand auf entgegengesetzten Positionen einzurichten. Der eine wird jetzt möglichst cool und unabhängig und der andere will ständig mehr Nähe und klammert. Aber auch hier Vorsicht mit vorschnellen Urteilen. Wenn Sie derjenige sind, der klammert, sind Sie nicht einfach nur der Arme. Auf eine gewisse Weise rangeln auch Sie um eine Position. Äußerlich sieht es zwar so aus, als ob Sie immer nur das Beste wollen und alles zusammenhalten. Sie können immer sagen, schau, ich bin der Gute von uns, der sich so sehr um die Beziehung bemüht. Aber in Wahrheit sind Sie genauso frustriert und enttäuscht wie der coole Cowboy. Von welcher Seite man es auch anschaut, das zähe, oft nur leise, manchmal endlos lange Spiel von Abhängigkeit und Unabhängigkeit kann keiner gewinnen. Beide Partner leben mit latenter Eifersucht und Misstrauen und fühlen sich wie aneinander gekettet in einem Gefühl von, es geht nicht mit, aber es geht auch nicht ohne. Dazu gibt es eine sehr konkrete Übung. Wenn Sie der Abhängige sind, dann fragen Sie sich, wie stark ist meine unterschwellige Eifersucht und Unsicherheit? Und jetzt stellen Sie sich vor, dass beides doppelt so stark bei Ihrem Partner ist. Unvorstellbar, ist aber so. Zweiter Schritt in dieser Übung. Gestehen Sie sich ein, dass Sie schon lange keine Lust mehr haben, immer um Nähe zu betteln und fürs Gefühlsleben zu sorgen. Gestehen Sie sich ein, dass Sie wütend sind. Und dass Sie eigentlich nur ohnmächtig aushalten. Sie ahnen schon, in welche Richtung Ihre Reise jetzt gehen muss. Seien Sie nicht länger Sklave Ihrer Angst. Stehen Sie endlich auf und folgen Sie Ihren unterschwelligen Gefühlen. Sie brauchen mehr eigenen Raum. Sie brauchen den Abstand äußerlich, den Sie auch innerlich haben. Wenn Sie dabei wirklich konsequent sind, wird jetzt in Ihrer Beziehung endlich etwas sichtbar. Wenn Sie Ihren echten Platz einnehmen, sehen Sie, dass Ihr Klammern lange etwas verdeckt hat. Dass in der Mitte Ihrer Partnerschaft die ganze Zeit schon ein Platz unbesetzt war. Nämlich der einer echten, verletzlichen und wahrhaftigen Begegnung. Der wichtigste Satz einer Annäherung lautet für Sie beide jetzt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es geht. Vielleicht können wir es ja zusammen rausfinden.